Hey, Ho-Kartoffel, ein weiterer Red Dead Redemption 2 Guide ist heute für euch wieder am Start und heute gibt es mal ein etwas klassischeres Infovideo zu verstärkter Ausrüstung und den Taschen. Alles, was ihr dazu wissen müsst, was ihr euch unbedingt davon craften solltet, was es für Bonis bringt und wie man an das Legende des Westen Outfit rankommt. All das in diesem Video. Lasst uns zuallererst einmal über die Taschen sprechen, weil das auch bei weitem nicht so kompliziert ist wie die verstärkte Ausrüstung. Dafür können wir hier von Kapitel 2 bis zu Kapitel 4 zu Pearson gehen und Sachen spenden. Ihr könnt auch Fleisch spenden für die Vorräte hier, aber das ist uns jetzt erstmal egal. Was wir hier spenden, sind perfekte Felle für die Herstellung. Dazu müsst ihr dann unten rechts aufpassen, was da steht. Für die Kasse spenden ist wirklich, dass das direkt verkauft wird. Für die Vorräte spenden heißt, dass es wirklich als Essen dahin geht und eure Vorräte sozusagen aufstockt, was aber nicht wirklich was bringt, außer dass die Zufriedenheit höher ist, aber das hat keine Auswirkungen. Ja, perfekte Felle könnt ihr dann eben hier teilweise auch für die Herstellung spenden, wie ihr sehen könnt, wie das Wildschweinfell hier. Allerdings kann man sowohl Verbesserungen als optische Natur kaufen, als auch Taschen. Diese optischen Upgrades bringen leider auch nichts. Das ist wirklich rein optisch gesehen, könnt ihr euer Lager ein bisschen aufwerten, aber es bringt einfach nichts, außer dass es halt ein bisschen cooler ausschaut. Was uns aber interessiert, sind die Taschen. Hier könnt ihr Taschen teilweise erst freischalten, wenn ihr gewisse Vorbedingungen erfüllt habt. Zum Beispiel Lederwerkzeuge müsst ihr kaufen, damit ihr die Hälfte hier freischaltet. Dann müsst ihr zwei Sachen beim Wachlagerfeuer herstellen oder drei. Also einfach dahin gehen zum Lagerfeuer und ein bisschen Fleisch braten zum Beispiel. Was noch? Da gab es noch eine Sache, die man erst freischaltet, glaube ich, wenn man den Nahrungswagen auf Stufe 2 verbessert hat und solche Geschichten. So, jetzt wird es interessant. Also jede dieser Taschen bringt euch einfach 100% mehr Lagerung von gewissen Gegenständen. Zum Beispiel Tonika, hier Zutaten zum Kochen zum Beispiel 100% mehr. Ihr konntet vorher 10 tragen, könnt jetzt 20 tragen zum Beispiel. Oder Wertgegenstände. Ihr konntet vorher 15 Goldbarren maximal haben, jetzt könnt ihr damit 30 haben. Und ihr müsst die Taschen nicht alle ausgerüstet haben. Also ihr müsst euch nicht entscheiden, welche ihr ausgerüstet habt, damit der Bonus aktiviert wird. Sobald ihr sie gekauft habt bzw. hergestellt habt, wird der Bonus automatisch aktiv. Das ist super geil. Das heißt, ihr könnt alles um 100% steigern und danach noch die Legende des Ostens Taschen, die Legende des Ostens Tasche kaufen. Und die könnt ihr dann erst freischalten, wenn ihr alles andere habt. Und die bringt euch alle anderen Sachen auf 99 Lagerung. Das heißt, ihr könnt 99 Goldbarren haben, 99 Fleisch, 99 Arznei, 99 Dead-Eye-Tonikum, was auch immer. Und das ist ziemlich krass. Also die ist übel. Die ist super, super gut. Und jetzt wird es noch spannender. Ab Kapitel 5 könnt ihr einfach diese ganzen Taschen kaufen beim Hehler. Und die kosten 20 bis 50 Dollar. Anstatt also hier in Kapitel 4, fast wo ihr schon am Ende seid, nochmal schnell mega die Jagdrunde zu machen und Pantherfelle zu besorgen, perfekte. Und ja, okay, Bisonfell ist jetzt easy, aber hier zum Beispiel brauchte man, glaube ich, ein Pumafell. Das habe ich jetzt hier in dem Fall sogar schon abgegeben, aber eigentlich ist es nicht so sinnvoll und man weiß es vorher halt nicht, weil man denkt, ja, entweder ich crafte sie jetzt oder vielleicht habe ich später keine Chance mehr zu. Keine Sorge, ab Kapitel 5 könnt ihr sie ganz easy beim Hehler kaufen und die kosten ein Appel und ein Ei, also 20 Dollar und ich glaube, die Legende des Ostentaschen kostet dann 100 Dollar oder so, also das Peanuts, wirklich viel, viel weniger Arbeit, als hier diese Puma-Felle und sowas zu besorgen und dann habt ihr auch den Bonus, dass ihr dann eben alles auf 99 bringen könnt. Also keine Sorge, falls ihr hier keinen Bock auf Jagen habt, bringt die perfekten Felle wirklich lieber zum Trapper, das sage ich euch jetzt als Tipp. Das wusste ich vorher auch nicht. Ich habe auch immer erst die perfekten Felle zu ihm gebracht. Habt ihr gesehen, Puma-Fell und so. Und ja, muss mir jetzt überlegen, ob ich noch wirklich die anderen Sachen besorge. Einfach nur, damit ich mir das Geld spare. Wäre ja nicht mal viel, was mir gefehlt hat. Aber eigentlich ist es sinnvoller, die perfekten Felle zum Trapper zu geben und dann den Rest in Kapitel 5 zu kaufen. Dann machen wir mal weiter mit der verstärkten Ausrüstung. Zunächst einmal können wir hier gleich am Anfang vom Game schon den Katalog durchblättern und hier zu Accessoires gehen, dann können wir schon mal einige der verstärkten Ausrüstungen uns angucken, nämlich der verstärkte Patronengurt, verbesserte Holster und verbesserte Waffengürtel. Also noch nicht der verstärkte Zweitholster hier dabei, aber ich sage euch mal, was das Ganze bringt. Also wenn ihr den verbesserten Patronengurt zum Beispiel kauft, bringt euch da schon mal 50% mehr Munitionskapazität für, ich glaube, die Gewehre. Genau, hier steht es auch, Repetiergewehre, Gewehre und Flinten um 50% erhöht. Waffenholster bringt euch eine verringerte Abnutzung aller Waffen dauerhaft um 20%, ziemlich gut.
Und der verbesserte Waffengürtel bringt euch eine erhöhte Munitionskapazität für Revolver und Pistolen um 50%. So, das Ganze könnt ihr euch direkt in Kapitel 2 schon mal kaufen, denn das kostet jetzt nicht die Welt. Ihr bekommt am Anfang ganz gut Kohle, wenn ihr einfach nur die Schatzsuche macht, die ich euch gesagt habe. Und dann habt ihr das schon mal safe und könnt danach noch zum Trapper gehen und euch noch bessere Versionen dieser Ausrüstung kaufen. Die zeige ich euch jetzt. Der Trapper bietet uns verstärkte Ausrüstung, je nachdem, wie weit wir schon in den Herausforderungen sind. Für jede Herausforderung der neuen bietet uns ein eigenes Set an: Reitkunst, Scharfschütze, Waffenexperte, Bandit, Glücksspieler, Meisterjäger, Entdecker, Kräuterkenner und Überlebenskünstler. Je nachdem, wie weit wir da sind, können wir verschiedene Teile freischalten. Das erste Teil wird immer freigeschaltet bei Stufe 1, das zweite bei Stufe 3, das dritte bei Stufe 7 und das letzte bei Stufe 10. Zum Beispiel ein Entdecker habe ich ja euch letztes Mal im Video gesagt und gezeigt, dass ich alles mittlerweile habe und das komplette Set damit freigeschaltet habe. Das kann ich mich ja komplett kaufen und schalte damit wieder, und jetzt wird es interessant, einen weiteren Balken bzw. einen weiteren Tank in dem Fall ist es Deadeye frei. Also zur Info, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber bleibt mal kurz bei mir. So, wenn wir jetzt hier auf Fortschritt gehen, dann auf Arthur, ne Moment, nicht auf Fortschritt, sondern auf Spieler, auf Arthur gehen, dann können wir natürlich hier Gesundheit, Ausdauer und Deadeye abchecken. Wenn ihr das maximal hochgelevelt habt, habt ihr hier Stufe 8 und habt jeweils 8 Balken. Aber es gibt noch, wie ihr hier sehen könnt, zusätzliche zwei Balken, die man freischalten kann durch die verstärkte Ausrüstung. Und das ist echt geheim, das steht nirgends, das sagt euch niemand. Aber es ist so. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen zusätzlichen Deadeye-Balken dadurch, dass ich das komplette Entdecker-Set gekauft habe. Man muss es nicht ausgerüstet haben, wie bei den Taschen. Also komplett das Gleiche. Sobald man das komplette Set kauft, gibt es einen zusätzlichen Deadeye-Balken. Gesundheitsbalken bekommt ihr für das Reitkunst-Set, das Scharfschützen-Set und das Waffenexperten-Set. Ausdauer für Banditen, Glücksspieler und Meisterjäger und Deadeye für Kräuterkenner, Entdecker und Überlebenskünstler-Set. Wenn ihr jeweils, und jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter, aber nicht allzu sehr, wenn ihr jeweils die drei Sets für Gesundheit, für Ausdauer oder für Deadeye auch nochmal freischaltet, gibt es den zweiten zusätzlichen Deadeye-Balken. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt noch Kräuterkenner und Überlebenskünstler mir komplett kaufe, weil ich die kompletten Herausforderungen fertig habe, kann ich mir noch einen zweiten zusätzlichen Deadeye-Balken freischalten und habe dann quasi die komplette Leiste einmal voll. Und das ist ja auch eine der Sachen, die man machen muss, um hier auf 100% Fortschritt zu kommen. Wenn wir hier mal auf Spielfortschritt gehen, dann ist ja auch eine Herausforderung, dass man hier, glaube ich, alles auf 100% bringt, wenn mich nicht alles täuscht. Maximiere deine Gesundheit, genau, Ausdauer und dein Deadeye. Das heißt, man muss tatsächlich alle Sets machen und alle Herausforderungen, aber das muss man ja sowieso, wenn man das hier machen möchte. Heißt einfach nur, man muss danach noch zum Trapper gehen und sich für ein paar Dollar die Sachen kaufen. Dann schaltet man das auch noch frei. Und dann gibt es natürlich noch, wenn man alle neuen Herausforderungen freigeschaltet hat, alle neuen Sets freigeschaltet habt, das Legende des Westens Set. Das ist quasi dann ein Outfit, was euch dann nochmal ein paar Boni extra bringt. Kann ich euch mal kurz vorlesen, was es da so gibt. Aber dazu gibt es wahrscheinlich noch ein eigenes Video dann. Es bringt euch 10% Deadeye, das langsamer das sich entleert. Es gibt euch 10% weniger oder 10% bessere Kernentleerungsrate, 10% mehr Geld, 10% weniger Schaden, das ihr erleidet durch Nahkampfwaffen und wenn ihr auf dem Pferdchen seid. Es gibt euch 10% mehr Erfahrung für Attribute, was dann eh schon unwichtig ist, weil ihr seht ja, ich bin ja jetzt schon auf überall voll. Es gibt euch 10% weniger Waffenabnutzung und so weiter und so fort. So, wenn wir jetzt nochmal hier auf Kaufen gehen, dann sehen wir hier nochmal die ganzen Sets. Und wie gesagt, man kann hier tatsächlich die kompletten Sets sich durchmischen, wie man möchte. Ich kann hier das Scharfschützenholster nehmen, vom ganz anderen Sets aber den Patronengurt und was auch immer. Und es ist auch random, was man bei Stufe 1 bekommt, bei Stufe 3, bei Stufe 7 und bei Stufe 10. Das ist immer an was anderes. Also hier ist jetzt zufälligerweise bei 1 der Holster, aber beim nächsten ist der Holster dann erst auf 10 zum Beispiel freigeschaltet oder bei 3. Also das ist hier random und zufällig. Deswegen sucht euch einfach das hier aus, was euch am ehesten gefällt, weil das Set-Bonus wird aktiviert, ob ihr es ausrüstet komplett oder nicht. Ich habe zum Beispiel das komplette Entdecker-Set-Bonus Bonus ja schon, habe aber vom Entdecker, glaube ich, kein einziges Teil, oder doch, okay, den Waffengürtel habe ich von dem Entdecker-Set, aber sonst habe ich halt gar nichts ausgerüstet, kann aber auch alles ausrüsten, ne? Man sieht es an den Häkchen, wenn die weiß werden, sind die ausgerüstet. Auch natürlich wichtig, ihr bekommt hier nochmal mehr Munitionskapazität als vom Waffenschmied, denn hier gibt es statt 50% mehr Munitionskapazität für zum Beispiel Flinten, gibt es jetzt hier 100% mehr und für die Pistolen genauso, dass ihr hier anstatt
wie vom Anfang des Games 200 Munitionskapazität habt. Für die Dinger, für die Revolver habt ihr dann jetzt hier 400 Munitionskapazität, was schon echt eine feine Sache ist. Auch wenn ich sagen muss, ich bin eh immer voll, ob bei 200 oder bei 400. Mir geht die Munition eigentlich fast nie aus, aber trotzdem gut zu wissen. Hier ist natürlich dann auch noch ein Zweitholster, der euch nochmal die Waffendegradierung ein bisschen hochpusht. Leider steht bei den Sachen, komischerweise, wenn wir hier mal auf Spieler gehen. Ne, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Ach ja, genau, Fortschritt, dann hier auf Kompendium, dann auf Ausrüstung. Dann kann man ja hier auch die ganzen Sachen betrachten. Hier steht zum Beispiel, die Sachen vom Waffenschmied stehen da, was die bringen. Aber komischerweise stehen von den anderen Sachen nicht da, was die genau bringen, in Zahlenform. Man hat aber herausgefunden, eben bei der Munitionskapazität ist es wirklich einfach. Da sieht man es ja auch, dass einfach das alles auf 100% gepusht wird, anstatt auf 50% mehr. Aber hier beim Holster, man merkt nicht, man kann es ja nicht wirklich messen, wie stark sich eine Waffe abnutzt. Ob das jetzt 20% sind vom Waffenschmied und dann ist es jetzt wahrscheinlich hier 40% mit der verstärkten Ausrüstung. Und dann gibt es vermutlich mit dem Zweitholster nochmal 10-20% obendrauf und dann kommt man zusammen auf 60%, weil das schon stackt. Das stackt auf jeden Fall, aber wie viel Prozent die Waffenabnutzung jetzt insgesamt mit dem Zeug vom Trapper genau ist, kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Das ist eher so ein Gefühl, aber es ist auf jeden Fall mehr als die Sachen, die ihr beim normalen Waffenschmied kaufen könnt. Wie gesagt, auf jeden Fall die Herausforderung freischalten und dann das Set kaufen. Dann wird nämlich ein zusätzlicher Balken aktiv. Und zu den ganzen Herausforderungen werde ich wahrscheinlich nochmal ein extra Video machen, weil das würde hier den Rahmen sprengen. Aber ich glaube, jetzt sind wir auch durch. Ich habe wirklich fast alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ich habe, glaube ich, sogar alles gesagt, was es zu sagen gibt. Falls ihr trotzdem noch Fragen, Kommentare oder weitere Anregungen habt, bitte gerne unter das Video schreiben. Ansonsten verabschiede ich mich erstmal. Haut rein, macht's gut. Bis dahin. Ciao.